Namaste, ihr Lieben. Es gab eine Zeit lang nichts von mir zu hören, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn ich habe mir seit einiger Zeit gewünscht, mal sowas wie ein Schweigeretreat zu machen oder einfach für mich in Stille zu gehen in irgendeiner Form. Und daraufhin wurde mir ein merkwürdiger Husten geschickt und ich durfte krank sein, ohne Schmerzen zu haben, also nicht sonderlich viel, es war jetzt nicht wirklich angenehm, aber auch nicht total schlimm. Aber zumindest so, dass ich jetzt seit anderthalb Wochen eigentlich fast nur im Bett lag und gelesen habe und mir Zeit für mich genommen habe. Ich hatte sowieso Urlaub, deswegen hat das insofern gut gepasst, weil ich jetzt nicht riesig umdisponieren musste. Und für mich war das ein bisschen so ein Zeichen. Also ich habe mir halt diese Ruhe gewünscht und auch die Zeit zu lesen. Und das ist, finde ich, manchmal ganz witzig, wie das Universum einem das dann einrichtet, wenn man sich selber nicht die Zeit nimmt, um zu lesen. Dann kommt etwas, was nichts anderes mehr ermöglicht. Und daraufhin gab es jetzt keine Sessions im Park und auch kein Mondays Live. Und ich hoffe, ihr habt euch mit euch einfach gut vergnügt und andere Anregungen gefunden. Ich werde auch jetzt, glaube ich, meine Stimme schonen, weil da so viel gar nicht rauszuholen ist, leider. Vielleicht muss ich das Video in 2 Tagen produzieren. Hat ja auch Zeit. Ich wollte genau euch einfach nur das mitgeben, was ich mache, wenn es mich erwischt hat. Das ist ja so die Zeit im Jahr, wo bei vielen das Immunsystem so ein bisschen angekratzt ist und wenn es quasi dann schon zu spät ist und es einen erwischt hat, was so meine Strategien sind, die Tage trotzdem für mich so schön zu machen, dass sich mein Körper schnell wieder erholen kann, schnell wieder zur Kraft kommt. Dieses Video mache ich jetzt wirklich nur aus meiner Perspektive, so wie eigentlich ja alle Videos für euch, aber ich kann ja nur meine Perspektive teilen. Aber ich werde einfach sagen, wie ich das für mich mache, als würde ich das jetzt für mich anleiten. Und wenn du Bedarf hast, dann machst du das für dich. Und eins der wichtigsten Dinge dabei ist, die Ruhe dir zu nehmen. Oder für mich ist die wichtigste Priorität, mir die Ruhe einzurichten, dass mein Körper sich äußern kann und sich vollständig erholen kann, so viel wie möglich von außen zur Ruhe zu bringen, wirklich nur das durchzulassen, was man irgendwie gerade gar nicht aufschieben kann. Aber das ging jetzt bei mir auch, Gott sei Dank, echt gut, dass ich ganz für mich sein konnte. Dazu gehört auch wenig Screentime, das heißt die Zeit, die du an einem Bildschirm in irgendeiner Form verbringst, reduzieren. Oder so mache ich das, weil ich einfach merke, das macht mich so müde und zieht so viel Energie. Also ab und zu gucke ich Sachen, die mich inspirieren oder gute Laune machen, vielleicht zum Lachen bringen. Aber wenn ich merke, ich gehe zu tief irgendwo rein, dann versuche ich eigentlich, das wieder zu reduzieren. Oder ich bleibe irgendwo hängen und drehe so meine Schleifen. Dann lese ich lieber was und schlafe dann sehr viel. Genauso wichtig, ganz viel zu trinken. Wir hatten das Glück, noch ein bisschen Thymian im Garten, aus dem Garten getrocknet zu haben. Das soll für den Husten super sein. Jede Menge Tees, warmes Wasser, wie sowieso immer gut für den Körper. Damit fange ich den Tag morgens auch an und versuche mir auch dann Ruhepausen zu nehmen für stille Meditation. Das heißt, nur wenn man im Bett ist, ist man ja nicht unbedingt gleich auch automatisch in Ruhe. Das fängt schon beim Aufwachen an. Wenn ich aufwache, dann lasse ich mir dabei ganz viel Zeit, wenn es der Husten ermöglicht. Ich lasse mir ganz viel Zeit, in diesen Tag überzugehen. Also das mag ich auch, wenn ich gesund bin, aber wenn ich krank bin, noch viel mehr zu spüren, wie mein Körper langsam lebendig wird, wach wird. Das Licht wahrzunehmen, wenn es schon hell ist. Dieses Geschenk des Lebens wahrzunehmen. Und dem Körper voller Dankbarkeit zu begegnen, dass er dabei ist, sich selbst zu heilen und alles dafür zu tun, was er sich dafür wünscht, auf dem Weg als Unterstützung. Und weil ich gerade meine Hand hier hingelegt habe, erinnert mich das daran,
dass ich das auch gerne mache, je nachdem, welcher Körperteil gerade Aufmerksamkeit braucht, dass ich die Hände darauf lege und Kontakt aufnehme, manchmal auch so drüber einen Raum wahrnehme drumherum und mir vorstelle, dass ich selber von meinem Geist und von meinem Herzen gute Energie dahin schicke. Damit ich in Kontakt bin und den Raum weit werden lasse. Und dann möchte ich dir auch gleich, weil ich mich gerade so in der Stimmung dazu fühle, mit dir teilen, welche Meditation mir dann besonders hilft. Wenn du magst, kannst du es direkt mal mitmachen und reinspüren, dich aufrecht hinsetzen, deine Augen schließen. Und ein Bild, was mir besonders hilft abends beim Einschlafen, wenn dann über den Tag vielleicht doch irgendwelche Gedanken oder Sorgen aufgekommen sind, dass ich das Gefühl habe, oh nein, jetzt kann ich mich damit nicht befassen, weil ich nicht fit genug bin. Das muss warten, dass es mir dann in dem Moment keine Sorgen bereitet. Den Blick innerlich auf einen ganz ruhigen See zu schicken. Mir vorzustellen, dass du einem weiten, klaren und ruhigen See stehst, vielleicht an einem Bergsee. Vielleicht hast du so einen Ort schon mal gesehen oder sonst malst du ihn dir in deinem Inneren, in deiner inneren Vorstellung. Ein Ort voller Ruhe, Stille und aber auch Kraft der Natur, an dem du dich auftanken kannst. Der automatisch schon bei der Vorstellung dieses Bildes deine Gedanken zur Ruhe kommen lässt. Und dann reicht manchmal schon einfach nur das Stichwort ruhender See, um deine Gedanken zur Ruhe kommen zu lassen. Eine weitere Meditation, die ich gerne tagsüber mache, ist die des goldenen Lichtes oder weißen heilenden Lichtes, das ich in meinen Körper einströmen lasse. Und dieses Licht sich über meinen ganzen Körper ausbreiten kann. Das Licht sich ganz besonders an den Stellen sammelt, die Heilung brauchen. Und dort ganz sanft und liebevoll wirkt. Und auch hier hilft mir das Bild von Weite, die durch das Licht entstehen kann. Weite in der ganzen Atmung, in den Lungen. Weite im Herz und im Bauchraum. Vielleicht schicke ich auch Licht rund um die Stirn und Nebenhöhlen. Vielleicht ist es für dich angenehmer, kein weißes Licht zu nehmen, sondern goldenes. Vielleicht glitzert es. Manchmal kann es auch angenehm sein, sich vorzustellen, von einem frischen, klaren Quellwasser durchströmt zu werden, das alles Träge oder nicht mehr Gebrauchte aus dem Körper abtransportiert. Durch den Körper hindurch fließt, alles mitnimmt, was du nicht mehr brauchst, aus dem Körper in den Boden abfließen lässt. Dieses Bild des inneren Lichtes lässt automatisch schon bei mir ein Lächeln entstehen. An manchen Tagen durfte ich dem Lächeln ein bisschen nachhelfen. Und man merkt dann eigentlich schon automatisch, wie der ganze Körper dankbar und erlöst in einer Form ist oder erleichtert, würde ich sagen, erleichtert, dass es alles gar nicht so schlimm ist und dann Mut fasst und Kraft kriegt für die Heilung. Das heißt, ein Lächeln, egal bei welcher Meditation, dazu zu bringen, kann eigentlich immer gut tun. Wann auch immer du es brauchst, kannst du dieses Licht in dich einfließen lassen,
über den ganzen Körper ausbreiten und in dir dort Ordnung schaffen lassen, wo du Ordnung brauchst. Dann bedanke ich mich bei meinem Körper, dass er diesen Heilungsprozess für mich vornimmt und verspreche ihm so gut ich kann, ihn dabei zu unterstützen. Dafür nehme ich meine Hände vors Herz, bringe auch gerne die Fingerspitzen zwischen die Augenbrauen. Spüre mit großer Dankbarkeit nach innen, lächle nach innen. Manchmal bleibe ich dann sehr lange da oder in diesem Falle jetzt komme ich wieder zurück und ich werde dir gleich die Bewegung zeigen, die ich am liebsten mache, wenn ich merke, ich werde steif im Bett und ich brauche ein bisschen Platz. Ich werde dir zeigen, welche Übung ich direkt morgens am liebsten mache, die heißt die Krankheit nach hinten abwerfen oder so ähnlich. Das ist eine kurze Atemübung und dann werde ich noch mit dir dich mit rausnehmen und dir zeigen, was ich auf meinem kleinen, kurzen Gesundwertspaziergang jeden Tag mache. Viel Spaß dabei! Wenn ich auf meine Matte komme, dann stelle ich sicher, dass ich alles an Bewegungen so ausrichte, dass es für mich genau die richtige Belastung ist und nicht über meine Grenzen geht. Und selbst wenn ich weiß, am Tag vorher hat irgendetwas wunderbar funktioniert, dann richte ich mich selbstverständlich nach dem Bedürfnis meines Körpers. Heute, wie es heute individuell für mich wichtig ist, mich zu bewegen. Du siehst, dass ich hier auf einem Schaffell sitze, dazu sage ich später was. Und ich beginne erstmal mit einem Check-in, das heißt, ich gehe in Verbindung mit mir, mit dem Moment, mit dem Jetzt. Und wenn es von den Nebenhöhlen her angenehm ist, dann erde ich einmal meine Stirn, bringe Kontakt zum Boden. Und komme dann in meinem eigenen Tempo in den Vierfüßlerstand, um mich hier, so wie es mir jetzt gerade gut tut, ganz sanft zu mobilisieren. Es kann in der Katze, in der Kuh sein oder wie es auch sonst immer jetzt in dem Moment gerade gut tut, auf jeden Fall mit tiefen, gleichmäßigen Atemzügen. Gerade wenn man was in den Bronchien sitzen hat, kann das sehr, sehr wohltuend sein, wenn der Atem wieder tiefer fließen kann, gleichmäßig wird, weil der ganz gerne dann sich doch mal anders verhält, wenn man viel hustet und das Zwerchfell dauerhaft beansprucht wird, dass da wieder ein bisschen mehr Weite und Entspannung reinkommt. Dafür finde ich auch wohltuend, hier in Anahata Asana zu gehen, die Arme weit vorzustrecken und das Brustbein sanft tief sinken zu lassen. Bei jeder Bewegung oder jeder Position fließt der Atem sanft. Wenn ich das abgeschlossen habe, komme ich zurück in den Vierfüßlerstand und mache das, was ich Tauchen nenne. Das heißt, einmal öffne ich nach links meinen Arm weit nach oben und dann tauche ich unter dem rechten Arm durch und stelle in diesem Falle den linken Ellenbogen auf und schiebe ihn sanft in den Boden, richtig Platz zu schaffen im Oberkörper, eine sanfte Rotation zu kommen, als Gegenbewegung zum Liegen im Bett die ganze Zeit, zum Husten. Und raus komme ich aus der Position, indem ich wieder den linken Arm weit nach oben hebe und zurück abstelle, gerne einmal zwischendurch in die Katze gehe, dann zur anderen Seite wechsle. Rechter Arm öffnet erstmal weit nach rechts und taucht dann unter dem linken Arm durch. Rechter Ellenbogen schiebt sanft in den Boden und kreiert somit Platz im Rücken. Einatmend löse ich die Position wieder auf, ausatmend in den Vierfüßlerstand neutral. Dann kann es wohltuend sein, in den herabschauenden Hund zu kommen, um die Wirbelsäule einmal entgegengesetzt der Schwerkraft auszurichten, das Becken sanft nach links und rechts zu schieben. Sollte das für den Kopf zu viel sein, wenn die Nebenhöhlen sehr zu sind, dann mache ich das gleich aus dem Vierfüßlerstand heraus in Anahata Asana oder auf einem Tisch oder Stuhl mit den Händen, mit den Armen abgelegt, um diese lange Linie im Oberkörper zu erzeugen.
Dann lege ich mich am Boden ab für eine sanfte, aber intensive Kobra, also ohne Druck, aber schon so, dass im Oberkörper eine Vorderseite Platz entsteht. Da, wo es einen durch den Husten und auch durch das viele Liegen im Bett immer zusammenzieht, Platz reinschaffen, Lungen und Bronchien wieder Platz zu machen. Position des Kindes zwischendurch immer wieder als Ruhepol, neutralisierend zwischen den einzelnen Positionen. Und fühl dich frei, das so oft zu wiederholen, wie es für dich angenehm ist, so lange zu halten, wie du magst. Eine Position, die ich auch sehr angenehm finde, ist, aus dem Vierfüßlerstand heraus den gegenüberliegenden Fuß zu greifen, quasi wie im Tänzer, allerdings am Boden, dass du stabil stehst und eine angenehme Öffnung auch hier wieder in der Körpervorderseite bekommst. Am Abschluss dehne ich ganz gerne nochmal kurz den Oberschenkel, indem ich die Ferse zum Gesäß ranziehe. Das gleiche dann auch auf der anderen Seite. Die Hand greift den gegenüberliegenden Fuß, der Fuß schiebt sanft in die Hand nach oben weg, nach hinten oben weg. Auf jeden Fall so, dass es schmerzfrei im unteren Rücken bleibt. Auch hier zum Schluss noch eine kurze Oberschenkeldehnung und ich ende das Ganze mit einer Katze. Richte mich dann auf in den Fersensitz, um mit ein paar Rotationen meinen Schultergürtel zu entspannen, um anschließend in einen Twist zu kommen, den ich länger halte als sonst, dass wirklich mein Atem sich auf die Position einstellen kann, mein Körper ein bisschen mehr Raum ausbauen kann, der Nacken sanft gedehnt wird, indem ich der hinteren Hand, soweit es eben angenehm ist, hinterher schaue. Ganz wichtig dabei, dass die Wirbelsäule aufgerichtet ist, lang. Noch hier fließt der Atem tief und gleichmäßig. Gib dir mal wieder Pausen, wenn es nicht so ist, bis der Atem wieder fließt und geh dann wieder in die Position. Und merk dir die Anzahl der Atemzüge, die du auf einer Seite ausführst, um dann die Seite zu wechseln, bevor du auf die andere Seite gehst, einmal in der neutralen Position in der Mitte nachspüren, wirken lassen. Und dann ganz bewusst die andere Seite aufzubauen. Wirbelsäule ist lang aufgerichtet, als würde ein kleiner goldener Faden von der Krone des Kopfes dich nach oben Richtung Himmel ziehen. Und die Dehnung kannst du vielleicht im Brustbereich spüren, aber auch diese sanfte Rotation über die ganze Wirbelsäule. Eine sanfte Massage der Bauchorgane, die mit jedem Atemzug stattfindet. Auch hier folgt der Blick der hinteren Hand, soweit es für den Nacken angenehm ist. Und die Finger sind sanft gespreizt, sodass die Hände sich auch einmal weiten können. Komm zurück zur Mitte und spüre beiden Seiten nach. Und atme hier aus. Mit der nächsten Einatmung bring beide Hände hinter deinen Hinterkopf, verschränke die Finger und öffne mit der Einatmung das Herz und den Blick nach oben Richtung Himmel. Ausatmend roll dich zusammen, aber nur sanft, sodass es halt eine Dehnung auf der Rückseite deines Körpers gibt. Auch vorne trotzdem der Oberkörper lang bleibt. Einatmend wieder öffnen, Herz heben, weit werden und ausatmend zusammenkringeln. Auch hier bestimmst du die Anzahlung der Wiederholung, so wie es dir heute eben gerade gut tut, um die Körpervorderseite zu weiten, zu öffnen und die Körperrückseite zu dehnen bzw. den Nacken zu entspannen, zu dehnen. Wenn du diese Übung abgeschlossen hast, dann komm gerne in den Kniesitz. Ich möchte dir noch eine Atemübung zeigen, die mir geholfen hat. Ich hatte allerdings, wie gesagt, das jetzt hauptsächlich in den Bronchien sitzen. Das heißt, die Nase sollte frei sein, damit die Übung funktioniert. Und gerade wenn du es so vorbeugend machst, hilft es auch dabei, die Nase frei zu halten, dass es gar nicht erst so dicht da wird. Und zwar atmen wir, wie bei der Wechselatmung,
mal durch das eine Nasenloch, mal durch das andere Nasenloch, ein und aus. Und das wie bei der Feueratmung mit einer intensiven Atmung, also schneller, intensiver Atemzug, 3 Wiederholungen, danach 6 entspannte Atemzüge zum Nachspüren. Dann von der anderen Seite angefangen, 3 Wiederholungen und 6 Atemzüge zum Nachspüren. Deine Hände sind im Vishnu Mudra, sodass du deinen Daumen verwenden kannst, um das rechte Nasenloch zu schließen und den Ringfinger für das linke Nasenloch. Nimm beide Finger an, deine Nasenwurzel und lass uns einen Probelauf einmal zusammen machen. Die Finger liegen bereit, du atmest durch beide Nasenlöcher ein, verschließt das rechte Nasenloch und atmest schnell und intensiv durch links aus, verschließt links schnell und intensiv durch rechts ein. So, das machen wir jetzt 3-mal und anschließend 6 entspannte Atemzüge. Die Finger liegen auf deiner Nasenwurzel, durch beide Nasenlöcher ein. Verschließe rechts durch links aus. Links schließen, rechts ein. Rechts schließen, links aus. Links schließen, rechts ein. Rechts schließen, links aus. Links schließen, rechts ein. Und aus. Dann bringe wieder beide Fingerspitzen zur Nasenwurzel. Diesmal verschließen wir zuerst die linke Seite mit dem Ringfinger. Atme durch beide Nasenlöcher ein. Links verschließen, rechts aus. Rechts verschließen, links ein. Links verschließen, rechts aus. Rechts verschließen, links ein. Links verschließen, rechts aus. Rechts verschließen, links ein. Und ganz entspannt weiteratmen. Die Handrücken wieder auf deinen Oberschenkeln abgelegt, 6 Atemzüge für dich. Nachspüren, wie sich dein Atemfluss jetzt anfühlt. Wenn es dir angenehm ist, schließ gerne deine Augen dafür, um der ganzen Empfindung gewahr zu werden. Und komm langsam mit deiner Aufmerksamkeit wieder zurück. Jetzt möchte ich noch kurz was zu meinem Schaffell sagen. Es hat mir ein sehr, sehr guter Freund mal empfohlen, wenn ich Kopfschmerzen habe oder ich krank werde, dabei bin krank zu werden, mich einfach auf das Schaffell zu legen und dann würde alles gut werden. Keine Ahnung, ob er irgendwelche medizinischen Gedanken dazu hatte, aber seitdem liege ich immer auf dem Schaffell, wenn ich möchte, dass es mir besser geht und das wirkt Wunder und gerade wenn es einen fröstelt auf der Yogamatte, tut es total gut. Hier seht ihr meine Faszienrolle. Vielleicht habt ihr sowas, ansonsten funktioniert auch gut eine dick gewickelte Decke oder Handtuch. Jetzt für das, was ich euch hier zeige, dieses Rollen nicht so gut. Das finde ich auch sehr, sehr wohltuend, gerade wenn man sehr statisch in einer Position lange Zeit verbracht hat zum Massieren. Aber das, was ich euch eigentlich zeigen will, wer sich auch gerade mit Husten rumplagt, die Öffnung des Brustkorbes, dafür die Rolle so quasi auf BH-Linie liegen, quer zum Körper und lege mich einfach auf die Rolle und habe unter meinem Kopf ein Kissen, das den Kopf so auf Höhe des Herzens ungefähr hält. Ja, und es geht mir immer viel um diese Weite, sowieso im Yoga, die herzustellen, wo Enge herrscht oder sich über längere Zeit Enge etabliert hat. Und gerade halt, ne, so im Bronchienbereich da die Weite reinzuschaffen. Ach, das kann so gut tun.
Und hier kommt noch abschließend zu den Sachen, die ich zu Hause für mich mache. Meine Übung, die ich aus folgendem Buch habe, das blende ich euch mal ein. Die Krankheit nach hinten abwerfen, dafür 10 Wiederholungen. Die Arme nach hinten werfen, mit der Einatmung über die rechte Schulter schauen, ausatmend die Hände vor dem Herzen wieder zusammenbringen. Also ein, aus, ein, aus, ein, aus. 10-mal, dann die Hände vors Herz bringen und nachspüren. Das versuche ich morgens zu machen, wenn ich das erste Mal aufstehe. Und abschließend nehme ich euch noch mit nach draußen auf meine Gesundwert-Spazierrunde, die ich jeden Tag einlege, um frische Luft aufzunehmen und mich ein bisschen zu bewegen. Aber wie gesagt, auch wieder nur in dem Rahmen, wie es mir gut tut. Viel Spaß dabei! Am wichtigsten ist, warm anzuziehen, egal wie es aussieht. Deswegen habe ich mein schönstes Outfit für euch an. Ah, den zuerst. Und meine schönste, dickste, fetteste Skijacke. Snowboardjacke. Das ist mir völlig egal. Ich kann wie eine Kugel durch den Park rollen. Das Wichtigste, dass ihr warm bleibt. Wir sehen uns draußen. Und ich lege hier absolut keinen Marathon ein. Es ist eine kleine Runde von 5 bis 10 Minuten durch den Park nebenan. Und zuerst begrüße ich eigentlich immer erstmal die Natur. Strecke und recke mich ein bisschen, genieße die Farben, nehme die unterschiedlichen Farben wahr, die Temperatur. Und dann schaue ich mal, welches Tempo für mich angemessen ist an dem Tag. Und komme erstmal in Bewegung, überhaupt ein paar Schritte zu laufen. Nehme meine Arme mit, sodass die Schultern entspannen können. Und bringe somit meinen Kreislauf ein bisschen in Bewegung. Und ich kombiniere das dann mit ein paar Übungen, die ich als wohltuend empfinde. Aber vielleicht gibt es da auch andere, die für dich gerade wichtig sind. Hör da einfach auf deinen Körper. Also ich habe einfach das gemacht, was mir gut getan hat. Und das ist unter anderem wieder, um Körpervorderseite zu weiten, die Brustmuskulatur zu dehnen, suche ich mir mal einen Baum, weil der Kontakt sowieso total wohltuend ist und bringe dann den Oberarm auf Schulterhöhe an den Stamm und lege den Arm gebeugt ab, kann man aber auch mit gestrecktem Arm machen und übe ganz sanften Druck mit dem Arm in den Baum aus und rotiere vom Baum weg, sodass es einen sanften Zug auf den Brustmuskel gibt. Atme in diese Dehnung rein. Das mache ich auf beiden Seiten. Und bei der Gelegenheit, bei dem Kontakt mit dem Baum, bedanke ich mich dafür, dass ich neue Lebensenergie bekomme und Altes abgeben kann, was ich nicht mehr benötige. Ich finde diesen Kontakt mit der Natur sehr, sehr heilsam. Auf meinem Gang baue ich dann ein paar Ausfallschritte ein, die ich kombiniere mit einer Seitneige und einer leichten Rückbeuge, sodass ich den Hüftbeuger erreiche, der durch vieles Sitzen im Bett doch so ein bisschen sich irgendwann anfängt zu beschweren und gleichzeitig auch die Bauchmuskulatur mit aktiviere. Das hilft mir, die Verdauung gut aufrecht zu halten. Und überhaupt meine Mitte kräftig zu halten. Aber das sind hier wirklich keine leistungssportorientierten Übungen, sondern ganz sanfte Mobilisierung. An manchen Tagen hebe ich das Knie nicht so hoch und gehe nicht so tief in den Ausfallschritt. Also so wie immer eigentlich auf den eigenen Körper hören, Platz reinbringen, Weite, aber so wie es eben gut tut. Genau, und ein Lächeln dabei kann eigentlich nie schaden. Das ist mit die beste Medizin, habe ich von meiner Mama gelernt. Was ich auch ganz gern einbaue, sind Armkreise, dass ich mir dann einen Platz suche, wo ich vielleicht auch gleichzeitig einen schönen Ausblick habe und rotiere dann jeden Arm einmal vorwärts, einmal rückwärts, lass ihn richtig angenehm durchschwingen, massiere meinen ganzen Schultergürtel damit. Auch hier wichtig, bleibt immer in Kontakt mit der Atmung. Das ist ja eh das A und O. Damit der Körper gut versorgt werden kann, muss er gut beatmet werden. Tiefe,
gleichmäßige Atemzüge. Erst recht, wenn wir gute Luft zur Verfügung haben. Hier siehst du noch, baue ich auch ganz gerne mal ein, die Arme lang gestreckt zu lassen. Langer Schritt, lange Arme für eine kurze Strecke. Also das mache ich nicht sehr lange, aber so wie ich merke, boah, das tut gerade gut. Und dann gehe ich über wieder in meinen normalen Schritt. Auf diesem Weg immer wieder Kontakt aufnehmen, wahrnehmen, Natur spüren, fühlen. Das ist für mich nicht nur ein Weg der Heilung, sondern mein Lebensweg. Sehr, sehr, sehr wohltuend. Abschließend eine letzte Dehnübung für den Oberschenkel. Dafür greife ich mir den Fuß und ziehe die Ferse zum Gesäß und schiebe das Knie nach unten vom Körper weg, sodass eine sanfte Dehnung im Oberschenkel entsteht. Auch das mache ich gerne wieder an einen Baum angelehnt. Die sind so kraftvoll. Gegenbewegung, einmal das Knie vorne zum Brustkorb ranziehen und dann die Seite wechseln. Zuerst den Fuß zum Gesäß ranziehen. Die Dehnung wird stärker in dem Moment, wo du das Knie vom Körper wegschiebst nach unten Richtung Boden. Auch hier einmal den Oberschenkel nach vorne zum Brustkorb ranziehen. Kann sehr wohltuend sein für den unteren Rücken, wirst du merken. Was ich auch liebend gerne mache, ist mich zu recken und zu strecken. Das ist ja eh eigentlich unser natürlicher Impuls, das regelmäßig zu machen. Aber dafür habe ich dann einfach so bestimmte Orte im Park. Wenn ich da vorbeikomme, weiß ich, ach, hier streckt es sich gut. Und dann vergesse ich das auch nicht, dass ich das gerne einbaue. Dazu auch gerne mal eine Handfläche Richtung Himmel, eine Richtung Erde wegschieben. Beide miteinander verbinden und mich richtig weit werden lassen, auch in den Flanken. Auch hier fließt die Atmung sanft und gleichmäßig. Und schon viel besser. Manchmal mache ich auch noch diese Bewegung ganz gerne vom Qigong abgeleitet. Ich bin da aber kein Experte, sondern gehe da mit dem, was mir gut tut, einatmend, lasse ich die Hände wie von so warmer Luft nach oben schweben und ausatmend wieder tief. Einfach um auch nochmal mit der Atmung in Verbindung zu gehen. Und wenn ich Glück habe, kriegt ihr jetzt als absoluten Bonus von meinem Herzens-Ehemann noch eine Qigong-Übung gezeigt. Er war eigentlich überhaupt nicht so begeistert, die jetzt vor der Kamera zu machen, weil auch er kein Qigong-Meister ist. Aber ich finde, die ist relativ einfach für sich umzusetzen und auch so wohltuend. Wolkenhände. Und er zeigt sie euch jetzt hier gerade mal. Ich finde, bei diesen ganzen Übungen ist es manchmal echt nicht so wichtig, dass sie so perfekt ausgeübt werden, sondern vielmehr, dass wir in diesem Fluss bleiben, im Fluss der Bewegung und in dem Atemfluss. Natürlich so, dass es den Gelenken dabei gut tut. Also achtet darauf, dass eure Knie schmerzfrei sind. Und dann seht ihr hier zum Ende, wird diese Wolkenenergie der Hände dann zu einem kleinen Ball zusammengeformt. Und so gehen die Wolkenhände. Probiert's einfach mal aus. Das linke Hand vor dir, folge deinen Blick links. Und dann kommt das rechte Hand. Und dann wächst die Seite, folge die Hand wieder rechts. Und so weiter links. Das rechte Hand, das andere Hand kommt da unten. Rechts. Geht erstmal hier vorne ab die Zehen und dann hinten ab den Ferse. Dann wir wechseln die Seite vorne ab die Zehen und hinten ab die Ferse. Wir machen ein Acht. Also weil das gerade akustisch nicht so einfach zu verstehen war, beschreibt das, dass wir eine Acht beschreiben mit dem Körper. Und es gibt immer eine Pause. Einatmen. Und er sagt noch, dass die Atmung nicht synchron mit der Bewegung sein muss, sondern einfach fließen, so wie es sich gut anfühlt. Synchronisiert mit dem Handesein, wie es gut fühlt. Ja, entschuldigt, dass ich da ihm dazwischen gequatscht habe, da wir nicht darauf gefasst waren, das zu mikrofonieren, habe ich das jetzt quasi mal so halb overdubbed. Und zurück wieder zu Hause. Ein letzter Tipp zum Gesundwerden. Wenn ihr sagt, ich möchte mich eigentlich gesund ernähren, damit ich schnell wieder gesund bin, aber ich
habe gar keine Kraft, groß in der Küche zu stehen und es kocht keiner für mich, dann diese Brühe, die hier angezeigt bekommt, kann man so schon fertig gekocht im Bioladen kaufen. Schmeckt super lecker. Einfach dazu Gemüse der Saison, das also für euch jetzt am nährstoffreichsten in der Gegend zu halten ist, dazu schnibbeln und schon habt ihr für ein paar Tage ein gutes Essen. Gute Besserung, werdet schnell wieder fit und gesund oder bleibt gesund und ich freue mich auf euch beim nächsten Mal. Tschüss!